Sie sind hier, 16. September 2018, 13.33 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Otten Ak war auch bei der Rallye in der Türkei nicht zu schlagen. Urheberrecht Getty Images. Der Este feiert bei der Rallye in der Türkei seinen dritten Sieg in Folge und meldet Ansprüche auf den Titel an. Für den WM-Führenden endet das Wochenende abrupt. Der Este Otten Ak bleibt in der Rallye-Weltmeisterschaft der Mann der Stunde. Der Toyota-Pilot feierte am Sonntag in der Türkei seinen vierten Saisonsieg und den dritten in Folge. Erst vor vier Wochen hatte der 30-Jährige bei der ADAC Rallye Deutschland triumphiert. Das Podium in Marmaris komplettierten Tenaks Markenkollege Jari-Matti Latvala, Finnland, und der Neuseeländer Hayden Pidden, Hyundai. Tenak nach Hattrick im Rennen um WM-Titel. Durch seinen sechsten Karriereerfolg hat Tenak ernsthafte Chancen auf seinen ersten WM-Titel. Mit 164 Punkten verbesserte er sich auf den zweiten Platz im Klassement, das drei Rennen vor dem Saisonende weiter vom Belgier Thierry Neuville, Hyundai 177, angeführt wird. Nur noch auf Rang 3 liegt der fünfmalige Weltmeister Sébastien Ogier, Frankreich, M-Sport Ford mit 154 Zielern. Neuville und Ogier hatten die Türkei-Rallye an den ersten beiden Tagen dominiert, sie mussten ihre Autos am Samstag aber jeweils schwer beschädigt abstellen und massiv Zeitverluste quittieren. Ogier rettete am Sonntag zumindest noch Platz 10 und damit einen WM-Punkt, zudem sammelten Neuville und Ogier als Sieger bzw. Zweiter der abschließenden Powerstage noch 5 respektive 4 Bonuspunkte.